Hallo und willkommen mal wieder zu Nikos Pflanzenreich. Jetzt geht es weiter mit das, was ich angesprochen habe. Es geht weiter, um meine Erkrankung zu verstehen und zu deuten. Es ist wirklich sehr schwer für mich, dieses Video wieder zu drehen, weil ich hatte, ich glaube, das letzte Video haben wir vor 2 Wochen gemacht, einen schlimmen Rückfall gehabt. Ich hatte einen ganz schlimmen Interessenverlust gehabt. Also diese Erkrankung ist wirklich bösartig, aber wirklich im tiefsten Sinne kann ich Ihnen sagen. Also ja, also ich kann nur sagen, dieses Gefühl der Leere ist wirklich meiner Meinung nach, wie soll man das deuten? Also ich weiß manchmal ehrlich gesagt nicht, woher diese Erkrankungen stammen, aber ich weiß nur eines. Dass es vielleicht auch daran lag, dass mein Vater Alkoholiker war und wir jeden Tag ansehen mussten, wie der sich sozusagen in der Wohnung auf Deutsch erbricht. Und das ist über einen langen Zeitraum über mich hergegangen. Und ja, es hat mich auch wirklich sehr heftig mitgenommen. Das muss ich Ihnen definitiv sagen. Also, das war ein Schicksalsschlag. Also, ich habe versucht, damit klarzukommen, um ehrlich zu sein, aber es ist mir nicht gelungen. Ja, wie gesagt, also ich suche immer noch Lösungswege, was ich besser machen kann, um mich, wenn ich solche Gedanken wieder habe, später, wenn ich in der Klinik mal entlassen werden sollte, dass ich das in den Griff kriege, weil ich weiß es auch nicht. Ich versuche alles dafür, alles. Und ich möchte Ihnen hier in diesem Video Mut und Kraft schenken für alle, die diesen Zustand der Leere auch also gefühlt haben, genau wie ich. Bitte, wenn Sie merken, dass sie wirklich zu lange grübeln und an ihr Leben zweifeln, suchen Sie sich bitte Hilfe, bitte. Das ist mein Wunsch an die Welt wieder hin. Und genau. Ich mache kurz meine Pause, um darüber nachzudenken, wie ich weiter verfahre, wie ich Ihnen das am besten erkläre, diese Erkrankung. Also ich würde mal auf das Thema eingehen, Ursachenforschung einzugehen. Also ja, also ich sage Ihnen mal so, wie meine letzten Gedankengänge die letzten Monate war. Also dieses Leiden, dieses Gefühl der Leere, der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung. Das will ich Ihnen mal ein bisschen genauer, dass wir das etwas genauer dokumentieren und bewerten. Ja. Also ich sage Ihnen mal ungefähr ein paar Wörter, also Sätze, die mich wirklich echt runtergenommen gemacht haben. Und seien Sie bitte ganz ruhig, wenn ich das sage. Das ist wirklich sehr persönlich. Diese Erkrankung ist wirklich schlimm, kann ich Ihnen wirklich sagen. All das Blut wird Wirklichkeit. Was meine ich damit? Diesen Schmerz, diesen Höllenschmerz in sein Herzen, dass man das nicht mehr aushält und das dann tut, was ich hier in diesem Video unbedingt Ihnen sagen möchte, dass ich versuche dagegen weiter zu kämpfen, ja. Die Hoffnung nicht zu verlieren. Ja, und genau. Plan sozusagen, meine Suizid ist gescheitert. Sozusagen sind all meine Sätze, die in den letzten Monaten hier reingeflossen sind, alles in einer negativ schwarzen Aura. Und ja, ich verabschiede mich ohne Abschiedsbrief. Sowas zum Beispiel. Und diese Sätze sollen zeigen eigentlich, wie diese Erkrankung überhaupt entsteht, oder besser gesagt, diese dysfunktionalen Gedanken, wie ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe, wie die unser Leben zerfressen können tatsächlich. Wenn wir nicht rechtzeitig uns Hilfe suchen, kann das wirklich schlimm und zum Suizid führen, was leider in Deutschland sehr viel zutrifft. Und ich bin da noch lange nicht draußen, aber ich mache weiter. Musik entfacht meinen Schmerz und das in dem Punkt, ich habe wirklich immer schlimme Weinanfälle gehabt, so von früh morgens, am Tag ging das dann von der Stimmung her wieder,
Und am Abend kam dieser Höllenschmerz wieder. Und ich weiß nicht, ob Sie so eine Phase auch schon mal erlebt haben. Ja, also es ist wirklich ein Beinschmerz da, wo man wirklich nicht mehr weiß, was man tun soll. Und genau, das möchte ich an euch oder an Ihnen senden, also wie ich sozusagen das alles erlebt habe. Und Suizid ist all die Lösung meiner Probleme. Ich sollte ja alles aufschreiben, was mir die letzten Monate widerfahren ist. Und das ist leider echt heftig gewesen, kann ich Ihnen sagen. Aber die Musik, also die ganze Therapie, sozusagen, die ich hier durchführe, Musiktherapie, Sporttherapie, sind all der Weg, um sich zurück ins Leben zu kämpfen, meiner Meinung nach. Und die Kunsttherapie, die sind sehr wirksame Skills und Methoden, die man vielleicht anwenden kann, um sich zu retten. Es soll ein Video der Hoffnung sein. Und genau. Der Raum ist in Schwarz geflutet. Was meine ich damit? Ich sehe die ganze Zeit einen schwarzen Raum und das Licht ist weit entfernt, wirklich weit entfernt. Gucken. So, und jetzt meine Erkrankung hat dann sozusagen das bereut, dass ich den Suizid nicht begangen habe. Der Zug ist gescheitert. Das Erhängen ist gescheitert. Wo verfahre ich weiter? Also, der Höllenschmerz ist nicht zu. Oder ich muss mal gucken, wo ich das am Video am besten für Sie drehe. Einen Moment. Dann machen wir es einfach mal kurz hier im Bad. Also, wie ging es weiter? Also, was hat meine Erkrankung mir noch eingebrödelt oder eingeredet? Also, ich bin nichts wert. Meine Familie ist mir nichts wert. Genau. Ich werde niemals eine Freundin haben. Ich werde immer gehasst. Wirklich gehasst. Das waren solche Sprüche. Ich bin sozusagen keine Persönlichkeit. Und das führte bei mir zu einem Interessenverlust der aller Härte, meiner Meinung nach. Und genau, es ist wichtig für mich, diese Dokumentationsreihe weiterzuführen, weil ich Ihnen das auch gleichzeitig versprochen habe. Und genau. Wir beenden dieses Video erstmal an dieser Stelle. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, und ich schwöre Sie, bitte helfen Sie sich. Es ist mein Wunsch wirklich für alle, die diese Erkrankung haben. Helfen Sie sich. War für mich wieder eine emotionale Rede, aber ich habe einen Punkt gefunden, diese Rede so zu halten, dass ich sagen kann, es überflutet mich wieder nicht. Also ich kann damit gerade besser umgehen im Moment. Also wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie das Gefühl haben, Sie müssen in die Notaufnahme, tun Sie es, bitte. Die Leute helfen Ihnen, auch wenn es jetzt zu Corona-Zeiten länger dauert, aber sie kommen ran. Und genau. Ich werde demnächst, glaube ich, noch ein weiteres Video über diese Erkrankung machen, weil das ist eigentlich eine richtige Dokumentationsreihe, die ich durchführe gerade im Moment. Und genau. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos mal wieder. Bis dahin, euer Nikos Pflanzenreich. Und bleibt bitte weiterhin gesund. Das ist mein Wunsch an die Zukunft. Wenn ich gerade so ein bisschen komisch gucke, ja, ist nicht so schlimm. Genau. Also so sehen Sie mich, also mit Krawatte. Ich bin jemand, der zieht sich an. Also wie Sie wahrscheinlich auf meinem letzten Video gesehen haben. Das andere Video ist mir leider das, ja, soll man sagen, nichts geworden, aber ist auch nicht so schlimm. Dann bis zum nächsten Mal. Und abonnieren Sie den Kanal, wenn Ihnen meine emotionale Rede tatsächlich geholfen hat, Sie zu retten. Ciao, ciao.